Alles neu macht der Mai. Auch ein neuer Vollmond erwartet uns diesen Monat, und zwar der sogenannte Blumenmond. Der zauberhafte Name leitet sich ganz einfach von den vielen blühenden Blumen im Mai ab. Drei Sternzeichen bekommen die kosmische Kraft des Himmelskörpers besonders stark zu spüren. Ist dein Sternzeichen mit dabei? Waage. Der Vollmond lässt Waagegeborene tief in ihr Innerstes blicken und spült all ihre verborgenen Gefühle an die Oberfläche. Das Sternzeichen wird sich emotionaler fühlen, aber auch freier. Denn im Mai löst sich die Waage von vielen toxischen Verbindungen. Skorpion. Das Sternzeichen muss jetzt stark sein, denn der Vollmond im Mai 2023 findet im Zeichen des Skorpions statt und hat dadurch großen Einfluss auf die Gefühlslage. Skorpiongeborene werden einen Umbruch erleben, aus dem sie schließlich gestärkt hervorkommen. Steinbock. Der diesjährige Blumenmond findet während einer Halbschatten-Mondfinsternis statt. Das kann zusätzlich intensive Emotionen hervorrufen. Steinbockgeborene fühlen sich während dieser Phase wie auf heißen Kohlen. Sie wünschen sich Veränderungen und sind es satt, sich zu verstellen.